Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, im mittlerweile ziemlich großen Imperium. Wir haben im letzten Teil schon mal unsere Armeen in Richtung Vampir-Fürstentum-Sylvania geschickt, nachdem wir unseren Krieg mit den Bretonen erstaunlich schnell gewonnen haben, was sicherlich auch was mit unseren herausragenden Helden zu tun hat. Du rekrutierst hier gerade Bierhändler. Kannst du dann eigentlich... Ne, Pikeniere können wir hier keine rekrutieren, ne? Wobei, doch, für einen Haufen Geld und sie dauern 2 Runden, ne? Da bin ich jetzt noch nicht ganz so begeistert von. Könnten halt hier mehr Einheiten Erfahrung draufgeben, aber ich hätte die Charaktermodelle stärker diversifizieren können. Das Problem ist ja einfach, gut, jetzt sind wir in Runde 139, das heißt, wir sind deutlich schneller als in dem Vampir-Let's Play. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir bei den Vampiren ja immer die vampirische Korruption verbreiten mussten, um überhaupt, Moment, ich gucke noch mal gerade. Weil wir versuchen mussten, mit der vampirischen Korruption ja zu expandieren und nicht einfach so expandieren konnten. Wir könnten Oberstier ebenfalls angreifen. Definitiv keine hohe Reichweite. Mit dieser recht großen Armee. Ach, das ist ja der Kemmler. Er kommt bis nach Essen. Na, dann laufen wir da nochmal hin. Dann haben wir hier noch unseren Schwertfritzen. Was machen wir denn mit dir? Dich könnten wir zur Verstärkung mitnehmen, ne? Let us move. By Sigma, no. Irgendwas hatte ich hier übersehen. Ich weiß aber nicht mehr was. Sind die Vampire mit jemandem verbündet? Ich glaube nicht, ne? Does the Heldenhammer know what wretched creatures hath sired in its stead? Den Beistand aus Kislev brauchen wir sicherlich nicht. So, auf geht's. I trust no man. Ready. I accuse. Wir attentäten mal diese Banshee-Frau. Ulrichs will. Ja, umstell das Ding mal gerade. Schwarzhafen hat diesen Wachturm der Verfluchten, das heißt, er hat also Mauern, aber wir machen es automatisch. Ich will keine Belagerungsschlachten hier großartig schlagen. Yes. Gut. Tools of judgment ready. The nation calls. Speak. The Empire. Wir haben Heinrich
Wir haben Heinrich Kemmler blockieren können. Moving off. Praise Sigma. What? Können bei Schloss Tempelhof schon mal die Mauern beschädigen. Yes. They will be judged. Seek out the heretics. Ach. Nee, warte, den Bandschäden kriegen wir nicht. Den kriegen wir auch nicht unbedingt. Festung Oberstier ist immerhin mal keine Festung, wenn ich das richtig sehe. Zu geringe Erfolgswahrscheinlichkeiten bei Schloss Drakenhof. Ach, du hast minus 50% Erfolgschance, alles klar. Laufen wir weiter vor. Schau mal, was wir hier noch sehen. Wo ist denn der? Wo ist denn der Manfred eigentlich? Läuft der noch hier bei mir durchs Gelände? Ich kann es gerade schlecht sagen. What does the Emperor bid? They will be judged. Show me the accused. Yes, my lord. Okay. Yes, my lord. Cleanse the empire. Das hier wird dann relativ unspektakulär werden, fürchte ich. Jetzt sehen wir gerade die Karte. Ich sehe hier mal definitiv keine feindliche Armee. Ja, vampirische Korruption ist ja nur in deren Territorium hoch. Welche Ordnung? Da haben wir uns schon drum gekümmert, in Hochland. Okay. Also du rekrutierst gerade nichts. It is time. Dann lauf doch schon mal hier rüber. Zu Balthasar Geld. Ach, zu dem will ich auch ganz gerne noch was sagen. Das machen wir, glaube ich, im nächsten Teil. Oder vielleicht in diesem schon. Der Balthasar Geld ist ja eine sehr interessante Figur eigentlich im Imperium. Es gibt da zahlreiche Anekdoten, zum Beispiel auch darüber, warum er diese goldene Maske trägt. Ich versuche das auch gleich nochmal zu zeigen. Okay, komm, wir bauen auf jeden Fall Städte aus. Hier werden wir definitiv keine Steuern eintreiben und das Ding braucht man hier auch nicht. Genau, und zwar, also Balthasar Geld ist ja ein, ist ja der Patriarch im Imperium. Patriarch heißt in diesem Falle, ich gucke mal gerade, hier sieht man ihn ein bisschen besser, so, da kann ich vielleicht noch ein bisschen was dazu ganz kurz sagen. Patriarch heißt, er ist der höchste Magier, den es gibt. Und zu diesem Amt konnte er aufsteigen, weil er in einem Magierduell mit Tyrus Gormann, einem Feuermagier, weil er Tyrus Gormann, ein Feuermagier, in einem Duell besiegt hat. Dieses Duell soll er dadurch gewonnen haben, dass er seinen Kontrahenten in Gold einhüllte, allerdings nur so weit, dass Augen und Mund geöffnet blieben
damit sein Kontrahent auch noch die Niederlage zugeben konnte. Er hat ihn aber am Leben gelassen, weil er das Imperium nicht schwächen wollte. Und das hat insgesamt, das hat ihm doch ein sehr hohes Ansehen, oder das hat doch für hohes Ansehen seinerseits im Imperium gesorgt. Ansonsten wirkt Balthasar Geld relativ zwielichtig eigentlich. Also er war auch schon in mehreren Missionen für Karl Franz im Einsatz. So soll er eben zum Beispiel in, jetzt muss ich überlegen, ich glaube in Salzenmund soll er die Goldreserven des Kurfürsten in Blei verwandelt haben, damit dieser seine Söldner nicht mehr bezahlen konnte, so mit um die Rolle von Karl Franz zu stärken, der auch als regelmäßiger Auftraggeber auf Balthasar Geld zurückgreift. Und Balthasar Geld ist eben kein Feuermagier, sondern er ist ein Goldmagier, kommt also aus einer anderen Magieschule oder hängt einem anderen, sagen wir mal, magischen Zweig eben an. Er ist außerdem ein Alchemist, dazu sage ich vielleicht gleich auch noch was. Und diese ganze Transmutation, daher kommt auch diese ganze Transmutationssache, nur nochmal, um das ein bisschen zu erklären. Das hat natürlich eben, dazu gibt es natürlich entsprechende Vorbilder in der wirklichen Welt. Sagen wir dann gleich was zu. Als erstes würde ich sagen, können wir, glaube ich, schon mal die Runde beenden. Ja, die öffentliche Ordnung hier wird doch schon mal besser, ist doch gut. So. Er ist ausgerüstet mit diesem goldenen Mantel, den wir vielleicht noch bekommen werden, obwohl wir ihn nicht so dringend brauchen, aber er ist ausgerüstet mit diesem goldenen Mantel, der sorgt dafür, dass er schwieriger von gegnerischen Kreaturen getroffen werden kann, zum Beispiel mit Fernkampfwaffen, denn Balthasar Geld erscheint dadurch als Doppelbild, bevorzugt als Reittier einen Pegasus übrigens. Den können wir ihm noch irgendwann geben. Ich glaube, momentan hat er nur ein Pferd oder so. Ah, und einer unserer Generäle wurde getötet. Nein, er wurde verletzt. Er wurde verwundet. Dann nehmen wir doch den Schatzmeister Valmir Chaoshasser. Estalia ist vernichtet. Das waren die Bretonen, glaube ich, die es vernichtet haben. Besiegt Heinrich Kemmler. Wir bekommen einen Widerstandstrang. Feindliche Heldenaktivität. Kritisch gescheitert. Attentaterfolg. What does the Emperor bid? Ja, okay. I refuse. Das ist nicht der Manfred. Wo ist Manfred? Vielleicht zählt er auch einfach nur so als Anführer der Fraktion. Ah ja, okay, gut, angreifen kann ich hier nicht. Bleib mal in Schwarzhafen stehen. So. Now. Ready? They will be judged. Show me the accused. It is time. Wir versuchen es mal mit einem Attentat. I will not obey. Schade. They will be judged. So. Achte. Heretics. Okay, wir haben wenigstens seine Armee blockiert. Wow, mit 78% gescheitert. Da gehört auch einiges dazu.
Seek out the heretics. Das geht nicht. The Empire. Judgment is death. Kritischer Erfolg, sehr gut. It is time. Those gates will open. Disagree with that. Schade. Jetzt müssen wir kurz gucken. Oberstier bekommen wir allerdings relativ einfach. Schloss Tempelhof bekommen wir auch relativ leicht. Ja, witzig. Achso, und dann entfernen natürlich direkt die ganzen Gebäude hier, ne? Wir machen direkt mal die Reinigung vom Chaos hier. Tempel des Sigma geht hier gar nicht. Wie ich feststelle. Geht allerdings hier. Wir könnten hier definitiv noch ein anderes Gebäude bauen, aber ich hätte gerne das Wachstum hier in dieser Provinz. Wie gesagt, Belagerungen schlagen ist überhaupt nicht mein Ding. Habe ich keine Lust drauf in dieser Kampagne. Das mag ich halt überhaupt nicht. Ja, den Pegasus kriege ich hier übrigens immer noch nicht. Schild des Tolos. Nahkampf über 5, 30% Geschossresistenz. Rüstung 3, Nahkampf über 5. Naja, das ist schon okay. Wenn ich dich angreifen will, muss ich hier oben rum. Mhm. Ja, dann laufen wir doch hier oben rum. I trust no man. Und dann gibt es auch nur noch zwei Regionen, die wir nicht erobert haben. Die wir noch brauchen für unsere Siegbedingungen, ist es richtig? Ja, östliche Sylvania, das müssten wir doch eigentlich ganz gut schaffen. Do not waste my potential. What does the Emperor bid? Yes, a sound plan. Yes. So, und eine Einheit passt dann zusätzlich noch rein. Wir haben drei Panzer, einen von dir. Ja, weiß ich nicht. Reichsgarde würde halt typischerweise noch dazu passen. Wir nehmen noch einen Musketenschützen mit dazu. The Empire. Und dann können wir da in der nächsten Mission. Ja, da teleportieren wir uns dann auch hin. Genau, warum hat Balthasar Geld eigentlich diese goldene Maske an? Das wollte ich ja auch noch kurz erklären. Angeblich. Also, Balthasar Geld ist ja ein Alchemist. Alchemie kann man jetzt nur schwer in kurzen Worten beschreiben, was man unter
diesem Konzept zu verstehen hat, weil viele Formen eines populären Verständnisses unter Alchemie fallen. Von der Elementarlehre bis zur Transmutationslehre und Ähnlichem können eigentlich viele Aspekte zur Alchemie, unter die Alchemie subsumiert werden. In diesem Falle bei Balthasar Geld als Transmutierer eben die Eigenschaft oder die Fähigkeit, Gegenstände eines Stoffes in einen anderen Stoff zu verwandeln. Man kennt das aus der Alchemie insofern, weil viele Alchemisten versucht haben, Blei in Gold zu verwandeln oder andere wertlose Elemente in wertvollere Elemente. Es geht nicht immer auch nur um Blei und Gold, sondern es geht auch um andere Elemente. Und Alchemie beschäftigt sich ja noch mit anderen Aspekten. Also Alchemie besteht jetzt nicht nur daraus, Blei in Gold zu verwandeln oder Blei in Gold verwandeln zu wollen. Und Balthasar Geld gilt eben als einer der Alchemisten, die das schaffen können und umgekehrt, ne? Also wertlose in wertvolle Metalle zu verwandeln und wertvolle in wertlose verwandeln zu können. Und bei diesen Experimenten, die Balthasar Geld dazu durchgeführt hat, ist ihm offenbar ein Missgeschick passiert und seitdem gilt sein Gesicht als entstellt. Es gibt aber verschiedene Hypothesen, warum er diese Maske trägt. Da gibt es noch verschiedene Vorfälle, wo ihm Betrug vorgeworfen wird und man sagt, er versuche halt damit sein Gesicht zu verschleiern, um seine wahre Identität eben zu verbergen. Andere sagen auch, er hätte sich versehentlich sein ganzes Gesicht in Gold verwandelt, also es wäre gar keine Maske, sondern das wäre wirklich sein Gesicht und das bekäme er halt nicht wieder zurück, warum auch immer. Dazu gehören eben verschiedene, also da gibt es eben verschiedene Vermutungen, warum das so sein könnte im Warhammer-Universum. Ich muss überlegen, was wollte ich sonst noch zu ihm sagen? Also ich glaube, die wichtigsten Sachen zu Balthasar Geld habe ich jetzt erstmal schon mal erwähnt. Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen über die Alchemie reden. Wir beenden mal die Runde an der Stelle. Schauen mal. Ob wir Heinrich Kemmler mit Karl Franz stellen können, das wäre eigentlich genau nach meinem Geschmack. Umgekehrt, ne? Heinrich Kemmler mit Karl Franz stellen können, sowas wollen. Das Gebäude reparieren wir natürlich wieder. Bei Sigma, warte mal. No. Die letzte Belagerung machen wir mit Karl Franz vielleicht dann doch selbst noch, ne? Sechs dreißig. Könnte ihn natürlich noch leidenschaftlich machen. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ne? Attentäter mal bitte. Schade.
geklappt. The nation calls. I accuse. That is not my mission. Oh, Jesus. What does the Emperor bear? You disappoint me. Such a thing is impossible. Tools of judgment ready. Show me the accused. Stop. Seek out the heretics. Now. Report. They will be judged. Es scheitert irgendwie alles. Don't fret, they'll be open. Never. Ja, es scheitert echt alles. Da ist doch die Lepra drin bei uns. Show me the accused. Onwards. Ich aktiviere ihn hier, weil er damit nächste Runde eine Erfahrungsstufe bekommt. The Empire. On march. Now. Super. Dann können wir eine Schlacht machen. Ich bin gespannt. Oh. Gut. Zacharias von Drack. Okay. Sehr viel schnelle Einheiten natürlich wieder. Geiles Szenario. With me, followers, we will descend into Drake to follow this cave of ill aspect, for within lies an artifact of great power. My arcane talents tell me this place is not unprotected. An ancient, once dead guardian lies in wait. We must destroy it before we can collect the cave's secrets. You will do this for me. This is a dread task, but my rewards will be great, for I can spin gold from lead. And as the Supreme Patriarch, is there a more powerful ally you can have? Begin your advance. Banish the guardians of this place and think of the rewards you will have once the cloak of molten metal is mine. Krass. Coole Ansprache, aber ich muss auch mal gerade sagen, mega geiles Setting, gefällt mir optisch einfach nur super gut. Super cool. Weapons primed. The Heldenhammer. Marina, guide our aim. The Empire endures. Den stellen wir mal lieber ein bisschen weiter hinten auf. Ne? Wir nehmen unsere bewährte Aufstellung. Meiner nach wirklich eine gute Armeezusammensetzung. Nicht die beste, aber eine gute Armeezusammensetzung auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich... Wobei doch, nimm mal die Reichsgarde noch mit auf diese Seite. So. Die sind schon in Reichweite, ne? Sehr geil. The heavens unleashed for Heldenhammer!
position. Great sword. Ah, die greifen den Panzer an. Hm. Dann werde ich mal gerade die Angriffsbefehle geben. Hauptsache mein Sohnemann, der gerade im Hintergrund hier unterwegs ist, der freut sich. Also hier im Hintergrund in der Wohnung. Nee, lauft besser direkt so rum. Ledermäuse. Muss man gerade schauen, wie sieht's denn hier aus? Eigentlich gut, ne? Ja, die Einheiten verpuffen so langsam, ne? Wohl geh mal hier auf den gegnerischen Kommando. Ach, der kommt sogar auf so einem. Der kommt sogar auf einem Zombie-Drachen in die Schlacht. Fies. Echt super fies. Wusste ich gar nicht. Unser Luminarium hat ein bisschen gelitten. Fahr mal besser hier rüber. Und ich dachte eigentlich, dass er zaubert. Sehen wir hier schon, wie alles so langsam wegplatzt. Boah, krass. Was war hier los? Ach, das ist der Balthasar Geld? Der sich hier sehr, sehr tapfer schlägt, ne? Krass. Können wir nochmal so einen... die Henners goldene Hunde zaubern? Das wäre schon ziemlich cool. Komm, du kämpfst weiter, der ist ja so gut wie platt. Und dann kümmerst du dich schon mal hier um den Gegner. Ja, mach ihn hier bitte fertig. Kämpfst gegen ihn, du kämpfst gegen ihn. Und unsere Schützen, die machen wir mal hier in den Defensivmodus. Die können sich mal gerade hier um die Fledermäuse kümmern. Ansonsten sind wir hier gut aufgestellt. Kümmern uns noch ein bisschen um die Zombies. Das ist auf jeden Fall ein super geiler Zauber. Wir haben den Zombie-Drachen hier gestreckt.
ich glaube, das war's. Ja. Wow. Ja, man sieht einfach mal Dampfpanzer in so einer Armee drin zu haben, ne? Mann, 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 Mann. Gut, wobei das jetzt auch hier eine relativ, also eine sehr schwache Infanterie eigentlich war, ne? Auf jeden Fall stark dazu beigetragen. Auf der anderen Seite natürlich ein gegnerischer Vampirfürst, der auf dem Zombie-Drachen in die Schlacht geritten kommt. Man kämpft ja schon gegen eine Überzahl, aber wir haben echt wenig Probleme gehabt. Habe ich die Banner gar nicht zugewiesen gehabt? Kann das sein? Banner gehen wir mal der Reichsgarde. Ja klar. Wir haben die glänzende Robe. Kriegen 1500 extra Erfahrungspunkte. Wenn die glänzende Robe also auch anlegen. Ah, da ist sie schon. Verzaubertes Objekt. Cool. Und dann gib mal Vollgas. Balthasar Geld ist ja auch der Kerkermeister Silvanias. Ob er da fiese Experimente an lebenden Objekten durchführt, wir wissen es nicht. Aber als Kerkermeister Silvanias ist er in jedem Falle eine Person, die auch nach Silvania gehört, nicht wahr? So, du gehst mal nach Karoburg. Also ich glaube, wir müssen jetzt erstmal keine Truppen mehr rekrutieren. Wir haben eigentlich eine sehr gute Armee. Habe ich hier alles gemacht? Habe ich natürlich nicht. Dich habe ich allerdings bewegt. Ja, dann nehmen wir doch mal schnell noch Waldenhof ein. Beziehungsweise ziehen uns nochmal gerade einen Moment zurück. Ach stimmt, ich habe ja ganz vergessen, da sind ja irgendwie auch alle, da sind ja auch alle Vorhaben gescheitert, die wir da mit den Hexenjägern vorhatten, ne? Show me the accused. It is time. Show me the accused. Praise Sigma. Mach mal gerade zurück. You disappoint me. The nation calls. Even Nagash had limits. Ach, weißt du was? Obwohl. Doch, bei ihm hat das geklappt, ne? Mit dem Armee blockieren. Man geht so ultra ab, der quietscht im Hintergrund. Das ist unglaublich. Ja, komm, bau mal die Taverne da nochmal eine Stufe aus.
Nee, brauchen wir nicht. Lass. Fehlt noch was. Gut, dann gucken wir mal. Die Vampirfürsten haben wir ja jetzt so gut wie in der Tasche, ne? Dann wird der letzte Teil wahrscheinlich der letzte. Der nächste Teil wahrscheinlich der letzte sein. Ja, der letzte Teil wird der letzte sein. Gut. Gescheitert, gescheitert. Laura entdeckt. Noch ein Lauerer entdeckt. Ja, der zieht sich schon massiv zurück, ne? I trust no man. Summon the Elector Counts. Er zieht sich halt so weit zurück, dass ich ihn nicht erreichen kann. Ready. Was ja irgendwie doof ist, ne? Ready. Es geht also nicht, dass man. Das ist ja auch sehr interessant eigentlich für die Armeezusammenstellung. Also Waldenhof hat ja jetzt hier so eine kleine, so einen kleinen Wachturm. Es geht dann aber also nicht, dass man Waldenhof angreift ohne. Zum Beispiel eine Höllenfeuersalbenkanone nur mit Dampfpanzern, denn die Dampfpanzer scheinen da offenbar nicht diese Mauern einschießen zu können. Das kann man offenbar dann nur mit der Höllenfeuersalbenkanone, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe. Die Möglichkeit besteht natürlich. Naja, in jedem Falle sehen wir uns im nächsten Teil. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Der nächste Teil wird dann wirklich wahrscheinlich der letzte sein, weil ich sehe jetzt nicht, was die Untoten uns jetzt noch so entgegenbringen können. Ein Level braucht er noch. Vampirische Korruption ist hier schon auf 70% gesunken. Das ist auch ziemlich krass. Also wir sind ja noch nicht so lange hier, ne? Ja, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Teil. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Sigma mit euch. Tschüss.